Mit diesem Warlock-Bild kann man nicht nur extrem richtig geilen Damage machen, sondern man hat auch noch die Möglichkeit, einfach die ganze Zeit die Gegner mit zerreißenden Geschossen zu bombardieren. Die ganze Zeit Damage over time. Und es macht einfach nur übelst geil Spaß. Ja, mein erstes Strength-Bild, glaube ich, zum Warlock. Ja, und es ist auch mit nekrotischer Griff und auch mit Osteostriga und Strand natürlich. Aber so wie ich das spiele, macht das richtig viel Spaß. Man ist sehr mobil mit dem Warlock, was, glaube ich, nicht immer so der Fall ist. Und es macht dafür ultra viel Spaß. Schauen wir uns direkt mal den nekrotischen Griff an. Ich denke mal, die meisten kennen das schon. Wenn wir Gegner Nahkampfschaden zufügen, also nicht nur aufgeladenen, sondern auch normalen Nahkampfschaden, werden sie vergiftet. Und dieser Gift-Effekt nimmt mit der Zeit zu und breitet sich auch noch aus. Und da wir mit Osteostriga spielen, denn jedes Mal, wenn wir einen Gegner töten oder allgemein auch sehr lange auf ihn draufhalten, wird er auch vergiftet und hinterlässt eine Giftpfütze. Das verbreitet sich dann auch Stück für Stück und macht immer mehr Schaden. Aber schauen wir uns mal den Fokus an. Natürlich habe ich Nadelgewitter dabei, dann das Heilende Riff, dann den normalen Nahkampf und ich habe das Hangeln drin. Einfach, weil wenn wir hangeln, können wir ja danach Nahkampf machen. Das vergiftet auch nochmal die Gegner und sorgt dafür, dass sie die zerreißenden Projektile um sich herum haben. Und solange wir den Gegner mit zerreißenden Projektilen bombardieren und die durchgehend Schaden kriegen, fliegen diese zerreißenden Projektile immer wieder auf den Gegner ein. Plus halt den Damage mit dem Gift, was auch noch die ganze Zeit tickt, kriegt der Gegner durchgehend Damage. Dann habe ich den Wanderer-Aspekt drin. Wenn ich ein Gewirr habe und das schmeiße, hängt das nochmal die Gegner auf. Ist ganz nett. Vor allen Dingen, wenn man Champions hat. Macht wirklich sehr viel Spaß. Auch allein sich daran rumzuhängen, weil dieses Ding ja auch sehr lange fliegt. Und viel höher fliegt auch noch dazu. Und dann habe ich noch Ruf des Webers. Wenn wir einen Rift machen, erschaffen wir 3 Fädlinge. Dann habe ich Fragmente, Faden der Generierung drin. Wenn wir Schaden verursachen, regeneriert sich unsere Granate schneller. Und da wir die ganze Zeit Damage over Time machen, haben wir die Granate super schnell ready. Man kann außerdem auch natürlich die anderen beiden Granaten spielen. Aber ich aktuell bin sehr glücklich mit der Hangelgranate. Dann habe ich Faden der Wut drin. Wenn wir Ziele mit einem Gewirr Schaden zufügen, kriegen wir Nahkampfenergie. Und wir kriegen eigentlich die ganze Zeit Gewirre, weil wenn die Gegner sterben, sind sie ja durchgehend mit irgendwelchen Strangeffekten besiedelt. Dann Faden des Fortbestands. Bindende, zerreißende und zersetzende Effekte halten länger an. Damit auch diese Geschosse. Und natürlich Faden der Evolution. Unsere Fädlinge haben eine längere Distanz und verursachen auch noch zusätzlich Schaden. Wenn wir uns die Mods angucken, hier habe ich jetzt einfach auf dem Kopf nur Kinetik-Siphon, dass ich halt vieles fern mit meiner Osteo mache. Dann noch schwere Munitionsfinder, schwere Munitionsspeer. Auf den nekrotischen Griffen habe ich Einschlaginduktion. Nahkampfschaden verringert die Granatenabklingzeit. Fokusangriff. Nahkampfangriffe gewähren Klassenfähigkeitsenergie und schwerhändig aufgeladene Nahkampftodesstöße erzeugen Sphären der Macht. Und wir schießen ziemlich viel mit dem Nahkampf rum, also das funktioniert echt gut. Auf der Brust habe ich jetzt einfach nur aufgeladen drin und den Rest kann man, je nachdem was man gerade braucht, reinpacken. Man kann auch das aufgeladen weglassen und kann noch einen reinpacken. Aber ich habe halt aktuell nur 2 drin, weil ich nur 2 brauchte. Dann auf den Beinen habe ich ja mal schon besser drin. Wir regenerieren Gesundheit und unser Schild lädt sich auch sofort wieder auf. Dann Regeneration. Wenn wir Sphären der Macht aufnehmen, haben wir eine verringerte Nahkampfabklingzeit. Genauso wie bei schon besser müssen wir auch eine Sphäre der Macht aufnehmen. Und stapelweise, wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir 2 Rüstungsladungen. Und auf dem Klassengegenstand habe ich ja mal Bomber dabei. Klassenfähigkeit einzusetzen gewährt uns eine verringerte Granatenabklingzeit. Dann mächtige Anziehung. Unsere Klassenfähigkeit zu machen, bewirkt, dass wir alles Fern in der Nähe aufsammeln und dann auch Reichweite, genau das gleiche wie Boomer. Reduzierte Abklingzeit für Nahkampf, wenn wir die Fähigkeit, also unser Riff, einsetzen. Ja, Waffen, natürlich die Osteo, ganz klar. Wenn Gegner durch den Gift-Effekt sterben, kriegen wir außerdem über dem Magazin hinaus Munition. Und wenn wir mehrere Präzisionstreffer machen oder auch Todesstöße, vergiften wir Gegner. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Und die Dinger sind halt zielsuchend. Juhu. Ja, dann wie gesagt, man kann damit auch richtig gut Damage fahren. Ich habe nämlich nicht nur das allererste Setup hier oben, sondern gleich auch noch ein etwas verändertes Setup. Hier habe ich halt 3-mal Solarwoge dann reingepackt. Mir die
Fädlingsgranate reingeschmissen, hier noch einmal Zeitausdehnung reingepackt, hier noch einmal Solarnachlader reingepackt und strahlendes Licht. Wenn ich meine Super einsetze, kriegen Verbündete in der Nähe eine Rüstungsladung und noch mächtige Freunde, wenn ich eine Sphäre aufsammle, kriegen meine Verbündete in der Nähe gleichzeitig auch noch eine Rüstungsladung dazu. Also meistens läuft es so ab, dass man das Setup spielt in der Vorphase, bevor der Boss Schaden nehmen kann. Man kann Sphären der Macht erzeugen, man kann die Sphären einsammeln, um halt die Woge hinterher zu procken. Dann geht es zur Damage-Phase, man switcht eben kurz hierauf rum. Die Rüstungsladungen, die man gesammelt haben, werden direkt zur Solarwoge umgeswitcht und zack, los geht's. Das war jetzt mein Warlock-Bild, das ich aktuell so spiele. Man kann auch anstatt Osteo den Dürresammler benutzen. Das ist aber halt die Sache, wenn das schon jemand benutzt, diesen Dürresammler, dann kann man den leider nicht stacken. Den kann immer nur einer benutzen. Wenn nämlich ein zweiter mit Dürresammler draufschießt, wird der Effekt von dem anderen Spieler aufgehoben. Deswegen, ja, nicht so gut. Deswegen habe ich einmal Osteos Trigger drin und zwei Solarwaffen. Und so würde ich dann halt Damage machen. Ich verlinke euch beide Sachen bei dem unten in der Videobeschreibung. Und das war's dann von mir. Ciao, ciao.